Hi, hier ist eure Jugendküche und heute machen wir chinesische Nudeln. Ja, natürlich brauchen wir für die chinesischen Nudeln auch chinesische Nudeln. Die sehen so aus, die kriegt ihr in jedem Supermarkt in der Asia-Abteilung. Und die kommen jetzt ins sprudelnde Wasser. Für 2 Minuten. So, in die Pfanne kommt jetzt nur ein ganz bisschen Öl. So. Als erstes müssen wir dann unsere Möhren anbraten. Viel ihr wollt. Die schwenken wir ein wenig jetzt in der Pfanne, dass die einfach so ein bisschen vorher schon anbraten. Ja, wichtig halt, dass die in so kleinen Stückchen sind. Und dann können wir jetzt auch schon den Lauch dazu geben, den wir auch in so feine Streifen geschnitten haben. Braten wir das nochmal ein bisschen zusammen an. Bevor dann gleich die Nudeln dazu kommen. So, nochmal wichtig zu den Nudeln, bevor die jetzt in die Pfanne kommen. Nachdem ihr die von der Herdplatte geholt habt, müsst ihr die unter kaltem Wasser abkühlen und dann da Öl drüber kippen, damit die nicht zusammenwachsen. Gemüse könnt ihr jetzt hier auch unterheben. Jetzt kommen noch ein paar Mungbohnen dazu. Als nächstes kommt in unsere leckere Pfanne ein Ei. Aufschlagen. Rein und dann gut verrühren, dass überall was dran ist. So, das verbindet die Nudeln dann mit dem Gemüse gut. So, als Gewürz benutzen wir ausschließlich weißen Pfeffer. Und dann kommt da 2 Esslöffel Sojasauce dran. Alles nochmal kurz anbraten, dann sind die Nudeln auch schon fertig. So, und schon ist es fertig und dann auf den Teller. Und guten Appetit!